Und 5 Minuten haben wir das. Ja, auf geht's. Alle mal da Akku haben. Danke, Sani. Dich kenn ich doch, du heißt mich immer. Darauf bin ich nicht. Bist du. Durch neues Spawn einfach gesehen. Gut. Boah, da hab ich mich auch getroffen. Oh je, da klatscht und scheppert's und die Kopfschmerztabletten sind hoffentlich auch nicht so weit weg. Die werden wir heute gut gebrauchen können. Auf Voll treffen wir heute nicht nur irgendeinen Sani, sondern den Horst Seehofer. Nicht nur amtierender Innenminister, sondern scheinbar auch begnadeter Bandagenvirtuose. Der Horst wird uns heute nicht nur einmal den Hals retten. Aber schaut selbst. Viel Spaß im Schnee. Auf geht's. Alle mal der Akku vorwärts. Zwei, nehmen wir mal. Vorwärts, ihr Luschen. Also ich verstecke mich da vorne im Wald. Wollen wir uns schon mal zum nächsten Punkt schon vorbewegen, weil ich meine Dinge kriege. Weißt du, wo der nächste Punkt ist? Ich bin in der Stadt. Richtung 100. Ja, die Captain gerade. Ja. Ja! Da du wuppst von einem Mitglied deines Teams auf du Schössler, leck mich doch am Arsch. Ich bin tot, der hat den Headshot verpasst, Alter. Mitten in unseren eigenen Reiten. Punkt. Down. Danke. Wo sind die Gegner überhaupt? Ich sehe keinen. Ich sehe auch keinen. Auf den Infanteriemarkern. Ich sehe den Infanteriemarker nicht. Ich sehe nur das Frontlinie. Da in Richtung meines Markers. Was hier machen wir? Hat er den News? Keine Ahnung, die Fragestellung kam auch gerade, warum der gekickt werden soll und bisher. Hat aber schon 22 Jahre stimmt. Hat der schon eine Drillerpfeife für den Angriff? Hunter ist ein Teamkiller, raus mit den Viecher! Danke! Ich hätte gerade auf die Map geschaut, deswegen. Ja, ein Team soll nach C. Das ist doch sehr.
Scheiße. Ja, beim nächsten Mal. Hat irgendjemand noch Smokes, Männer? Aggressiver aus dem Posten. Ja, Smokes braucht er unbedingt. Die wollen wiederholen. Zwei wären in Richtung Freu vorstoßen, die dort ein bisschen Druck machen als Ablenkung und der Rest von uns, also unser Team mehr oder weniger mit in Richtung Flag Battery. Bunny! Yoshi! Ich kann mal durchs Fernglas gucken, vielleicht sind wir mal weit. Ich hab extra einen Sniper auf den Danke, Sani. Das kenn ich doch, du heißt mich immer. Darauf würde ich ein bisschen. Vielen Dank. Dann Prost. Danke. Sehr gerne. Sorry. Warte, ich hab verbannt. Ach, du bist der Sunny. Ja, Stinke. Ach, ich bin Scheiße. Nein, tötet, ich weiß zwar nicht wie, aber. Paul, kannst du mich retten? Lerner, ich lieg hier an der Mauer. Kannst du mich wiederholen? Vielen Dank. Ah! Er sprengt mir einfach das Gesicht ein. Direkt an Durchgang? Ja, ich da genau, also ich ziehe genau auf meinem Punkt, das eine. Siehst du irgendwo feindliche Infanterie? Da. Ich hab ja grad, ich bin ja gerade quer zur Linie, hab ja gerade die Fenster weg. Klingt im Kopf. Die sitzen da in dem einfach mit dem Sandsack. Da kommt ab und nicht vor. Wenn er nicht gerade einen Header kassiert. Hinter uns steht jetzt auch ein Gunny. Engineer kann, wenn er möchte, die ja, etwas befestigen. Also das kann ich machen. Weil das müsste der Supply Truck sein, der hier gerade einfach. Ja, aber ich höre nicht. Richtung 65 Mobile. Ja, genau, die. Da muss raus. Okay. Da ist so ein Zelt.
hier. Ich brauche eine Richtung. 41 auf 100. Auf meinem Ping. Auf meinem Ping latschen drei Stück. Ich weiß, ob hier noch mehr waren.
Leute. Ui, jetzt hat es mir einer gegeben. Ah, direkt in die Rübe. Ist ja da vorne, wie es immer weniger blaue Punkte werden. Ja. Ich hab das Rote in der Explosion gesehen. Noch nicht weiter wieder vorgehen, kommt noch ein zweiter Bombing Run. Also diesmal einer von uns. Ah. Ja, Ihr seid nicht mal noch ein bisschen durch, was ist das für euch?
Was haben wir da gekriegt? Ich krieg auch die Karten. Wir müssen da jetzt reinkommen, ja, was da wolle. Zu spät, bin ich noch nicht. Du bist eine geile Sau, du kriegst auf jeden Fall meinen Honor. Oh Mann. Stürmen! Wir haben Fahrzeuge im Camp. Seehofer war schneller da. Bombing Run. Hey, das ist auch wieder auch schon. Teamkiller. Teamkiller Nervensäge, uneinsichtiges 13-jähriges Kind. Wenn man den Chat mitliest. Lohnt sich das hier Notes aufzubauen? Hat hier ein Supporter Munition dabei? Bitte? Irgendein Supporter mit Munition und vor allem mit. Jo, ich bin da. Also würde es sich hier nicht lohnen? Ja, hier gerade noch so. Läuft. Ganz gleich. Danke. Aber erstmal würde ich hier eine Garnison setzen. Also ich würde. Ich hab den Außenposten verlegt. Aber da wurde ich gerade über den Haufen geballert. Achso, ich hab jetzt noch eine Supportkiste mit. Ich hab jetzt bloß gerade die. Leg die Supportkiste im Hardcap schon mal ab. Die wird definitiv gebraucht. Das reicht, das kriegen wir hin. Ja, das wird eine knappe Kiste, aber wir schaffen es. Oh. Gut gemacht. Und scheiß unser Außenposten ist weg. Vorstellen was, ne? Du verbrauchst halt bei jedem Spawn, ne?
heißt, ich kann nicht mehr spawnen, wenn wir keine Mannstrecke haben? Ein Ticketsystem da ist manchmal ein Spiel auch immer geil. Zeug. Nicht immer dazwischen rennen. Hat mein Unke inzwischen eine Gami da hingestellt? Supplies. Wenn ihr noch mal jemand Supplies habt, ne? Ja, ja, sobald ich, sobald ich. Gehst du links? Ja, ein bisschen. Ein bisschen Moon für euch. Die Bude reingebaut haben, noch. Ja, nichts. Ja, oh, richtig, die ganze Bude ist zugeschissen. Die ganze Bude erstmal zugeschissen mit Anlagen. Nächster Punkt ist für uns Attack Edge. Das ist ein Rufmarker, wäre schon best. Das ist aus dem Komfort. Band wird von. Zwei anderen Teams übernommen. Wir sollen zaubern. Na dann, laufen wir los. Weiß noch jemand, wo den hier Panzer ist? Ich bin da, wo die Gunny ist übrigens. Da vorne, da, der Outpost von Chick. Da würde ich eine Gunny hinsetzen. Siehst du das? Da wo mein Ping ist. Rechts vom Haus. Ich noch zugelaufen bin, rechts davon in den Bäumen. Eins von der Scheune. Also es ist in den Gebäude und rechts an den Wald. Ich blocke gerade eine Granate. Rechts an dem Heuhaufen, rechts von dem Gebäude am Heuhaufen. Also close hier sozusagen. Ja. So schnell spawn einfach das 7. Good. Boah, da hat mich auch getroffen. Unfassbar. Durch den Smoke. Aber direkt in den Kopf zufällig. Passiert im Krieg. Armer Kopf. Selbstdeckdiplomatie kann ich, du hast einen riesen Schädel. Du hast einen schönen Kopf. So, ja. Spawned und voll. Genau, und der Supporter müsste sich eigentlich an Arm und Eck. Oh, er ist ein Panzer. Ich bin ganz weit hinten. Ich hasse Leute, die einen ignorieren. Ich will doch nur seine Munitionskiste haben. Wir haben keinen guten Spawn mehr.
Ja. Ich spawn gleich in voll und sag sonst noch mehr auf. Ich spawn hinter Flak und geh wieder auf Expedition, weil ich meine, ich will den Panzer wegmachen. Ihr müsst mehr Außenposten setzen. Amo, das Ding immer. Ich setz das Ding eigentlich auf Cooldown. Ich. Immer. Überall wo ich bin, ach, Garnison fallen gelassen. Voll direkt angegriffen, ne? Aber. No. Das ist so nett von dir. Ich hab auch nur einen Tipp. Ich war die ganze Zeit auf Jagd nach dem Panzer und dann ging mir die Munition aus und. Ich bin drei Riflemen hinterher gelaufen. Keiner hat Munition fallen lassen. Wer ist denn Engineer gerade? Ich alle auf einmal. Wenn danke. Du in Feu bist, könntest du in Feu neue Notes spawnen. Sonst kannst du auch raus aus dem Posten, dann würde ich den übernehmen. Ja, weil im Feu liegen auch noch Supplies rum. Wo genau. Liegen die? Mitten in Feu. Alter, mitten in Flakbatterie sitzt ein Gegner. Der sitzt mitten drin und macht uns immer ausgeputzt. Feinde. Gibt's denn feinen Panzer noch? Ich hatte falsch. Außenposten steht auf einer Flanke zu Edge. Feindliche Infanterie hat mich nicht voll getötet. Ich habe gerade den Ding gesetzt, hab direkt schon feindliche Infanterie. Na, Honey, ich hab einen von aus deiner Richtung. Ich hab einen M1 gehört. Ich will noch einen sehen. West End ist erobert. Aber irgendwo kotet hier einer rum. Der ist rot bei euch, der Outpost. Hä? Ich seh den.
Gani steht. Gani steht schon. Oben, in dem Gebäude oben. In dem, wo unser Außenposten direkt davor steht. Keine Ahnung, ich sehe immer nichts und dann macht's direkt vor dir. Wer ist denn das Squad wieder? Hab ihn. Wer ist unser Squad Leader? Ammo. Ich. Ammo, kannst du mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt, voll Supplies abzuwerfen? Dann kann ich hier noch mehr Not bauen für mehr Supplies. Ich hab noch Supplies. Hier, ganz hinten in voll. Ich baue mal die voll, renne oder? Nee, ich spreche. Post könnte hier stehen haben, klar. Ja. Was quitschen hier die ganze Zeit? Das ist dezent nervig, wenn du nicht weißt, wo es herkommt. Was quitscht die? Da hast du Dimm und Dimm gemacht? Verklickt. Verrückter Hund. Mhm. Glaube ich auch. Killed in Actiones. Aber wo hocken die dann immer, ey? Weißt da du, was soll wohl noch wer sein. Wir bauen da, Park auf. Wir... Auf meinem Ping, würde ich sagen. So, irgendwo da in der Nähe. Drei, zwei. Nein. Ich hab zur Bandage gewechselt, bin hier. Die Bandage. Mit der Bandage im Anschlag nach vorne. Ja, was? Ich wickel dich, bis du da bist. Ja, du Sau. Was wollt ihr jetzt machen? Eine Packe bauen oder was? Bin ich jetzt vor?
wollen zwar mehr. Mehr Personalstärke nutzen, mehr Ding. Oh, Tess steht die ganze Zeit da, weil er mit seiner Bazooka rumgesteht, an dem Pilot. Ja, der war auch voll. Ach, gegangen. Ich werde nicht behaupten, ich bin schon gemacht, aber was soll die denn bescheißen? Ja, Chef. Da hinten Baumreihe, mein Ding, rechts nach links. Neuer Außenposten, relativ aggressiv. Seehofer hat mich gerettet, mein Kaiser! Wir haben einen Haufen Leute, die gerade campen, also ich frage, ob sie die packen würden. Wir können sie ja dann wieder abbauen, ne? Hier sind die schon. Kannst du wieder abbauen, oder? Seehofer klaut ja gerade ihren Rett. Kann der Horst das aktive Medic sein? Ich hier bin ich im Bett. Sag, wenn ich zu dir komme, soll ich Tests bauen. Ey, jetzt wollen wir doch jetzt der Hirni gehen vor mir über den Graben und ich fang. Ich fang die Munde. Bewegung fällt halt saumäßig auf. Wenn da einer zwischen zwei Bäumen steht, den siehst du, sehe ich 10 Minuten lang nicht, aber es läuft einer dran vorbei, ist sofort gesehen. Ja, genau. Und dann instant gesehen. Ja, aber die schießen auch so gut. Ich kann auf die Reichweite. Mit dem Schweißgerät, mit der Torte kann ich Panzer reparieren, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab ein Loch bekommen. Ich hab schon wieder. Ich hab den Typen mit dem Nebel erwischt, geil. Ja, der ist von aus Southern Edge schon aus, hat's gepinkt. Ja, in dem großen Gebäude wahrscheinlich. Es kam bei mir direkt von links. Das geht weg direkt voraus, dieses Riesenhaus. Da wahrscheinlich irgendwo in der Ecke. Also ich habe schon meine Infanterie gesetzt. Das ist fast schlimm, wie wenn die Leute anfangen, vietnamesisch zu reden. Ich hab mal nicht, ne? Ich werde kaputt machen. Mit der Kamikaze bauen. Vorwärts! Irgendwo denke ich das richtig. Richtung 330, 340 euch. Was bringt denn eigentlich diese Punkte hier? Personal und so weiter. Was bringt das für Commander-Fähigkeiten oder was? Ja. Für Commander-Fähigkeiten und vor allen Dingen haben wir das Problem, dass zu viele in den Garnisonen spawnen, was die Personalstärke nimmt. Wenn du in den Außenposten spawnst, also ist nimmt das. Ist schlecht, dass ich gerade einen plus 15er gesetzt habe.
Wetterbruch, Leute, ganz stumpf wie der Dracul, der rennt ja gerade mitten übers offene Feld. Aber der rennt da auch schon seit einer Minute, den trifft doch keine Sache. Wie wenn du das mal machst, ja? Wenn ich das mache, geht das einfach nur einen Schritt von der Mauer hervorklappen. Der Dracul, der rennt immer noch. Ey, der Hammer. Der hat mich gerade auf 250, ich weiß, dass der da sitzt. Ich hab 250 abgeschossen, im Sprinten. Wo vermutest du den? In dem Haus, wenn du fängst. Das war garantiert nicht der erste Schuss, der abgegeben wurde auf dich von ihm. Nee, ich hab den ersten, der hab ich an mir vorbeirauschen, ja, der zweite. Ah, beim ersten nicht genug Lead gegeben. Ich treffe immer nichts und die treffen mich. Ich hab mir inzwischen angewöhnt, auf Kopf-Schulterhöhe zu zielen, und das finde ich sehr gut. Panzer? Auf meinem Punkt ist kein Panzer voneinander packen. Ah! Ich hab's nur gehört, das Bang macht uns rauscht. Was ist los, Panzer? Ne, da unten auf dem Commander-Marker, aber das ist. Ja, also in der Richtung ist ne Pack. Oh, es knallt. Hast du einen Outpost gesetzt? Sehr gut. Übers Feld rennen ist gefährlich. Ich bin hinter dir, ich wollte denselben Weg gehen. Nee, genau, nup. Ich hab das nicht mitgekriegt. Von rechts nach links und so. Wusch. War irgendwo die Pack. Ah, okay, dann wir kommen gerade die. Da ist auch Infanterie, also da spawnen auch welche. Noch einer, die Panzer abwehrt, was fällt. Cool wieder, Alter, der chuckt hier noch frei. Ah, ihr kennt mich alle gar nicht.
Da steht hinter dem Haus, hinter dem Haus. Da liegt hinter dem Haus. Das ist nur ein Headshot, das ist gefallen, das ist hinter der Hütte. Geh mal rechts rum, ich deck dich von hinten. Ich glaube, unser Medic ist am Aderwelt, oder? Gut, dann machen wir hier mal ablegen. Die Walk kriegt in Aktion. Der Outpost ist relativ heiß. Relativ. Gegner links und Gegner rechts und Gegner voraus. Okay, ist weg. Okay, alle Eastern. Was macht B hier gerade eigentlich? Also ich will ja nicht sagen, das sieht gerade verboten aus, aber... Da unten die Kurve sind gleich gestartet. Der obere Körper zuckt die ganze Zeit, während der obere seine Hand im Arsch im unteren hat. Der geht mir länger, ich bin direkt. Zwei getroffen. Von Südosten und Nordosten. Also irgendwie ist hier keine Taktik mehr drin, die rennt überall einfach rum. Aber wir haben doch Commander, ja, Hammer. Ja, Commander ja, sagt alle Mann auf Eastern. Ah.
hast, das ist kacke. Ich wollte gerade sagen, ich will die Häuser kommen. Die Gani auf Istan wurde zerstört. Mein Ping droppt gerade einer über die Straße. Macht gerade wirklich jeder was, oder? Sich leisten können oder geschenkt bekommen haben und die anderen frieren sich wahrscheinlich den Arsch. Kriech mal lieber ein bisschen weiter nach links, man sieht deine Beine. Ja, genau. Perfekt. Komm weit! Vor mir ist übers Feld gehechtet und er kam relativ weit, bevor sie ihn erschossen haben. Auch gut. Ich hab mir das in Ruhe angeguckt. Ja, ich hab danach den erschossen, der ihn erschossen hat. Lange hin. Gott lang gekrochen, bis ich jetzt hinter ihm aufstehen konnte. Und neuer Außenposten steht. Los, Handgranaten raus, Handgranaten. Na, der Panzer hat gerade einen guten Fuß gebracht. Ich habe mich das im Kiew schon an der anderen Seite erwischt. Punkt als die komische Ecke, wo Feuer. Das war ein Flugzeug.
mir ran kommen. Vielen Dank. Hast du Beschwerde, die Waffen? Bitte ziehen Sie den Stift. Feuerrot haben wir auch gleich. Funfact, wir brauchen nur noch einen. Ja, wir brauchen nur einen und er will... Forrest? Er will gleich einen Airhead dort irgendwo abschmeißen, wo wir drauf spawnen sollen. Airhead ist ab, Airhead. Jo, Deploy auf dem Airhead. Und Bastion gehen wir, oder? Nehme ich an, wenn der da drüben ist.
Ja. Da sind wir. Alle jetzt im Airhead spawnen. Ich glaube, wir kriegen richtig Schreck. Attacke! Ich glaube, ich droppe meine Munitionskiste. Ja, nicht zu Move Marker, wir nehmen Road zu Bastung und nicht die Forest Outskirt. Road to Ba Sing Se, hä? Was? Road to Sing Sing? Hm? Ja, genau. Innenfall, das ist gemein. Ja, hier ist Ping. Genau. Stop. Genau den meine. Gut. Das Problem ist, ich bin leider und ich bin auch nur zum Beschäftigen da. Auf meinem Ping in dem Haus oder beziehungsweise hinter dem Haus. Ich pinge hier und singe, sind die fette Inge. Oh, YOLO übers Feld. Ja? YOLO übers Feld. Vor allem nix, Jehofer ist wieder direkt neben mir. Ja. Also der muss ja auch voll Kanne einfach nur. Outpost is red. Zeig dir, dass der Karte nicht mehr an, wo ich bin. Ich bin nicht mehr auf. Ganz anders gespawnt. Was ich eigentlich wollte. Jetzt weiß ich, warum ich hier nicht sehe. GG. GG. Good game. Alter, schau mal, wie viele Ressourcen wir haben. Die haben einfach nichts. So, jetzt wird nur einen nach oben. Eins nach oben. Ja, ich geb Pirni. Ich mach Abo. Hä? Krieg ich auch hin? Kriegst du einfach hin? Eins nach oben heißt das dann eigentlich, dass der oben wieder unten, aber dann hat wieder einer gesagt, ich mach. Eins nach oben hieß ich als erster in der Liste oben, promote den ganz unten in der Liste. Genau. Eins nach unten. Ja. Das ist wie früher in der Schule mit zu zweit abzählen, oder?